Wenn ihr jeden Tag etwas Gutes erwartet, lässt sich zwar nicht vorhersagen, wann das Erhoffte geschieht, aber dann werdet ihr jeden Tag, an dem ihr wartet, glücklicher sein, als ihr wäret, wenn ihr in Angst und Sorge und Frust warten und das Leben hassen würdet. Ich fühle mich heute richtig gut. Wisst ihr, Hiob hatte es sehr schwer. Er musste viel durchmachen. Seine Freunde waren ihm keine große Hilfe. Sie gaben ihm die Schuld an seinem Leiden und hatten alles Mögliche an ihm auszusetzen. Das war nicht schön. Aber in Kapitel 42, Vers 10 heißt es, und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Das alles geschah, als er für seine Freunde betete. Wisst ihr, ich könnte euch den ganzen Tag lang ermutigende Dinge erzählen, sodass ihr nach dieser Veranstaltung vor Freude hüpfen würdet. Aber leider würdet ihr das alles selbst nicht erleben, solange ihr noch wütend auf andere seid. Das Gute, das Gott uns verspricht, ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Glaube funktioniert nicht ohne Liebe. In Galater 5 steht, entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Liebe gibt und vergibt. Unter den Christen gibt es zu viele wütende Menschen. Es lohnt sich nicht, noch einen weiteren Tag damit zu vergeuden, auf jemanden wütend zu sein, der es sich gut gehen lässt und sich überhaupt nicht darum kümmert, dass du aufgebracht bist. Ja, aber der hat mich nicht richtig behandelt. Nun, was ist dir lieber? Möchtest du von der Person entschädigt werden oder möchtest du von Gott entschädigt werden? Ich meine die Frage ernst. Wollt ihr wirklich euer Leben lang krampfhaft versuchen, etwas von den Menschen zurückzubekommen, die euch verletzt haben? Oder wollt ihr sie Gott überlassen, für sie beten und Gott bitten, es wieder gut zu machen? Gott sagt, ich werde es dir erstatten. Ich bin deine Entschädigung. Warum geht ihr nicht einfach davon aus, dass diejenigen, die euch verletzt haben, selbst verletzte Menschen sind und euch nur deshalb verletzt haben, weil ihnen etwas fehlt? Was bringt es, jemanden zu hassen, der bereits in Schwierigkeiten steckt und mit Gott nicht im Reinen ist? Kein Wunder, dass Gott uns, die wir seine Kinder sind, auffordert, für unsere Freunde zu beten. Habt zumindest so viel Mitgefühl, dass ihr ihnen den Zugang zum Himmel wünscht. Helft dem Teufel nicht, sie durch euren Hass zu zerstören. Hoffnung bringt Veränderung. Wenn ihr möchtet, dass sich jemand verändert, dann geht nicht mit eurer Freundin essen und sagt, ich glaube nicht, dass sich Charlie je ändern wird. Das ist die beste mütterliche Miene, die ich aufsetzen kann. Es gibt so eine bestimmte Art, die nur Mütter haben, wenn sie einen anschauen. Ihr wisst schon, der vielsagende Blick. Also, ich sag euch mit diesem vielsagenden Blick, seid nicht mehr wütend auf andere Menschen. Gott hält einen doppelten Lohn für euch bereit und ich möchte, dass ihr ihn bekommt. Hoffnung bringt Veränderung in unser Leben. Aber lasst mich ganz kurz 10 Wege ansprechen, die keine Veränderung bringen. Nur für den Fall, dass ihr weiter eure Zeit verschwenden wollt. Ich dachte, ich erwähne sie einfach mal. Sorgen und Ängste, die verändern definitiv nichts. Abmühen und Frust, das bringt auch nichts. Etwas selbst verändern zu wollen, ohne Gott mit einzubeziehen, funktioniert nicht. Nur wer demütig ist, bekommt Hilfe. Einfallsreiche Ideen. Ich weiß, was ich mache.
Sarah. Sarah. Oh. Oh. Okay, ich bekomme kein Baby. Dann gebe ich meinem Mann eben meine Magd und er kann Sex mit ihr haben. Und das Baby, das dann geboren wird, zähle ich als mein Baby. Wie viele Ismaels habt ihr hervorgebracht, während ihr auf euren Isaak gewartet habt? Sie hatte das Warten satt und dachte sich etwas aus. Und siehe da, sie bekam wirklich ein Kind. Sie nannte ihn Ismael. Daraufhin begann der Krieg im Haus. Wenn ihr wollt, dann nur zu. Bekommt euren Ismael und verbringt Jahre damit, ihm die Windeln zu wechseln. Einige von euch wissen genau, was ich meine. Ihr denkt, puh, ja, stimmt, ich habe auch einen Ismael. Ein weiterer Weg, der keine Veränderung bringt, das Leben zu hassen, das man gerade führt. Ich hasse mein Leben, ich hätte gern ein anderes Leben. Bejaht das Leben, das ihr habt und seht, was ihr alles an Gutem daraus machen könnt. Na kommt schon. Ich mag mich aber nicht, ich will nicht ich sein. Musst du aber, alle anderen sind nämlich schon vergeben. Du kannst nicht ich sein, ich bin schon von mir besetzt. Es gibt heute Menschen hier, die sich selbst nicht mögen. Ihr habt das Gefühl, ich möchte nicht ich sein. Nun, du bist du. Aber ich mag mich nicht. In dem Fall müsst ihr euch auf ein unglückliches Leben einstellen. Denn ganz gleich, wo ihr hingeht, ihr nehmt euch immer mit. Es gibt kein Entkommen von euch selbst. Nicht einmal eine Sekunde lang. Ihr müsst mit euch aufs Klo. Ihr nehmt euch mit ins Bett, ihr esst zusammen, ihr fahrt zusammen Auto. Aber ich mag mich nicht. Du musst dich wohl oder übel mit dir abfinden. Habe ich recht? Eine weitere Zeitverschwendung ist es, den Ort nicht zu genießen, an dem man sich befindet, während man auf dem Weg zum Ziel ist. Egoistisch und selbstzentriert zu sein und nie etwas für andere zu tun, macht das glücklich? Ich will mir hier ein paar Minuten Zeit nehmen und darüber sprechen, wie wichtig es ist, großzügig zu sein und zu geben. Denn wenn man etwas im Leben ernten möchte, muss man auch etwas säen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Ich habe hier ein paar Samen. Ich schaue mir das Päckchen an und denke, wow, solche Tomaten hätte ich auch gerne. Die sehen so richtig saftig aus. Nun, es gibt nur einen Weg, solche Tomaten zu bekommen. Ich muss einige meiner Samen nehmen und sie aussäen. Nur so geht das. Lasst mich euch ganz kurz eine Geschichte erzählen, denn in unserer Gesellschaft gibt es momentan den Trend, dass das Geben unter Christen abnimmt. Das ist leider der Fall. Ich möchte nicht in die Lage kommen, anderen die dringend benötigte Hilfe zu verweigern, nur weil Menschen nicht verstehen, wie wichtig es ist, großzügig zu sein. Zum Teil liegt es daran, dass wir nicht mehr so mutig über das Geben von Spenden lehren wie früher. Deshalb habe ich beschlossen, hier und da, wie Gott mich führt, dieses Thema wieder aufzugreifen. Viele lehren unter anderem deshalb nichts übers Geben, weil sich Leute darüber aufregen. Wieder so ein Prediger, der einem nur ans Geld will. Macht mal halblang. Ich bin 71 Jahre alt, steuere auf 72 zu. Ich brauche euer Geld wirklich nicht. Ich mache das hier nicht, um Geld zu bekommen. Ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe 11 Enkelkinder und ich habe einen Schaukelstuhl. Ich könnte mich einfach hinsetzen und meine Enkel schaukeln. Ich muss das hier nicht machen und ich mache es nicht, um irgendjemandem sein Geld abzunehmen. Alles, was bei uns an Finanzen hineinfließt,
fließt auch wieder heraus, um Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Ich habe aber über den und den Prediger das und das gehört. Nun, ich bin nicht der und der. Es gibt auch Ärzte, die Scharlatane sind, aber das hält euch nicht davon ab, zu einem vernünftigen Arzt zu gehen, wenn ihr krank seid. Dem Teufel käme es gerade recht, wenn wir nicht mehr über das Geben lehren würden, weil das nämlich eines der wichtigsten Dinge ist, die man lernen kann. Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten, was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt, in einem vollen, ja überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. Bringt den kompletten zehnten Teil ins Vorratshaus. Stellt mich doch damit auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Amen. Gott hat unser Geld nicht nötig, aber wir haben das Geben nötig. Wir müssen lernen zu geben. Warum ist es so schwer, einfach etwas Geld abzugeben? In 1. Könige 17 gibt es eine Geschichte und ich würde euch wärmstens empfehlen, sie selbst zu lesen. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Elia war ein großer Prophet und es gab eine Hungersnot im Land. Elia lebte neben einem Bach, wo er Wasser trinken konnte und Gott versorgte ihn übernatürlich mit Nahrung und zwar mit Hilfe von Raben, die ihm Essen brachten. Ich finde es so vielsagend, was dann da in der Bibel steht. Doch der Bach trocknete aus. Wenn euer Bach austrocknet, dann sagt Gott, dass es an der Zeit ist, weiterzuziehen. Und Gott sprach zu ihm und sagte, steh auf und geh nach Zarpat und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und fand diese Witwe. Das Problem war nur, dass sie arm, depressiv und selbstmordgefährdet war. Wirklich? Ich denke mir das nicht aus. Das war die Frau, zu der Gott Elia sandte. Ist das dein Ernst, Gott? Wäre es da nicht besser, von Raben gefüttert zu werden? Warum schickst du den größten Propheten im Land, vielleicht den größten Propheten aller Zeiten, zu einer Frau, die sich in solch einem Zustand befindet und die... Als er sie um einen Happen zu essen bittet, antwortet, ich habe nur eine Handvoll Mehl und einen kleinen Rest Öl übrig, gerade genug, um noch eine Mahlzeit für mich und meinen Sohn herzurichten, dann werden wir essen und sterben. Ich habe euch doch gesagt, dass sie selbstmordgefährdet war. Ihre Gedanken waren auf den Tod ausgerichtet, nicht auf das Leben. Und Elia sagte, geh und mach, was du gesagt hast, aber gib zuerst mir etwas. Ihr könnt euch vorstellen, wie das heute in den Medien ankommen würde. Fernsehevangelist kommt daher und beraubt eine verarmte, depressive, selbstmordgefährdete Witwe. Ist doch so, oder? Gott hatte Elia vorher übernatürlich versorgt, also war Elia eigentlich gar nicht auf die Witwe angewiesen. Er brauchte ihr Essen nicht. Sie brauchte jedoch ein Wunder. Und um dieses Wunder zu bekommen, musste sie erst einmal einen Samen säen. Hört ihr mir zu? Ihr könnt keine Ernte im Leben einfahren, ohne erst Samen zu säen. Wenn ihr Hoffnung braucht, spendet Hoffnung. Wenn ihr euch Erfolg wünscht, helft einem anderen dabei, Erfolg zu haben. Was ihr einem anderen ermöglicht, kann Gott auch in eurem Leben möglich machen, und zwar um ein Vielfaches. Darauf könnt ihr vertrauen.
Ein weiterer Weg, der nicht zur Veränderung führt, ist, sich ständig mit Schuldgefühlen und einem schlechten Gewissen herumzuplagen, aufgrund von Fehlern, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Könnt ihr das heute ein für alle Mal abhaken, hinter euch lassen und mit Gott vorwärts gehen? Heute, nicht an einem anderen Tag. Heute. Hilfe bei Menschen, statt bei Gott zu suchen, ist ein weiterer Weg, der nicht zur Veränderung führt. Jetzt 7 Wege, wie Veränderung geschehen kann. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Gebet. Dankt ihm für das, was ihr bereits habt. Wenn ich negativ und griesgrämig im Hinblick auf das bin, was ich habe, warum sollte Gott mir dann noch mehr geben, über das ich mich beklagen kann? Wir müssen also eine Grundhaltung der Dankbarkeit in unserem Leben haben. Das sollte selbstverständlich sein. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Darum geht es in einem meiner Andachtsbücher. Wir müssen Dankbarkeit so lange einüben, bis es uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wie dankbar seid ihr? Ich wäre gern die dankbarste Person auf der Welt. Ihr nicht auch, aber so weit bin ich noch lange nicht. Die Bibel fordert uns auf, seid dankbar und drückt es mit Worten aus. Es reicht nicht nur, dankbar zu sein. Wir müssen es auch zum Ausdruck bringen. Wir müssen Menschen unsere Wertschätzung zeigen. Wir müssen Gott und auch Menschen sagen, wie dankbar wir für das sind, was sie in unserem Leben getan haben. Gebet bewirkt so viel. Macht dieses Jahr zu einem Jahr, in dem ihr mehr betet als je zuvor. Und ich meine damit nicht, dass ihr irgendwo in einem Kämmerlein auf euren Knien sein müsst, sondern dass ihr den Tag über immer wieder mit Gott redet. Ich habe Gott heute Morgen bereits viele Male um Hilfe gebeten. Und gerade bevor ich hier auf die Bühne gekommen bin, habe ich gesagt, hilf mir, Herr, du musst das machen, ohne dich bin ich aufgeschmissen. Und ich habe vor, ihm zu danken. Wenn ich fertig bin, dann steige ich ins Flugzeug und bete für eine gute Heimreise. Und dann gehe ich in ein Restaurant und bitte um eine gute Mahlzeit. Amen. Pray your way through the day. Betet den ganzen Tag lang. Matthäus 7, Verse 7 und 8. Schraubt eure Hoffnung hoch. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden, und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Seid mutig im Gebet. Ich sage Gott manchmal, Herr, ich möchte nicht respektlos sein, aber das steht nun mal in deinem Wort, und ich werde den Mund nicht halten. Bis ich das in meinem Leben selbst bezeugen kann. Genauso bete ich für andere Menschen. Ich bin nicht respektlos. Die Bibel lehrt uns, beharrlich zu sein. Zwar nicht mit der Einstellung, du bist mir etwas schuldig, aber ihr dürft Gott ruhig an das erinnern, was er in seinem Wort gesagt hat. In der Bibel steht, betet das Wort Gottes und erinnert ihn an seine Verheißungen. Gott, das ist es, was du gesagt hast. Und ich erwarte, dass das in meinem Leben oder im Leben der Person, für die ich bete, Wirklichkeit wird. Weckt eure Hoffnungen. Behandelt andere Menschen gut, während ihr glaubt, dass ihr selbst Gutes erleben werdet. Betet und sagt Dank. Hegt positive Erwartungen hinsichtlich der Veränderung, die ihr braucht. Sprecht Gutes aus, während ihr wartet. Nummer 4. Wartet geduldig und mit einer positiven Einstellung. Seid anderen ein Segen, während ihr wartet. Erfüllt eure Pflichten, aber werft eure Sorgen auf Gott. Und Nummer 7. Lasst euch von dem, was ihr seht, nicht beunruhigen. Römer 8, Verse 24 und 25. Macht das nicht Spaß heute?
Hier herrscht Freude. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Kommt, lasst uns das noch einmal lesen. Hoffnung wird gerade dann gebraucht, wenn man etwas nicht sehen kann. Damit man nicht hoffnungslos wird, während man auf etwas wartet. Wir haben Hoffnung, bis wir das Erhoffte erleben, nachdem wir nun gerettet sind. Hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Ich will mich von Hoffnung packen lassen, ihr nicht auch? Und dann in Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glaube ist die Besitzurkunde, die Anzahlung des Guten, das kommen wird. Lasst euch von Hoffnung packen. In Sprüche 13, Vers 12 steht, langes Warten macht das Herz krank. Am ersten Abend dieser Konferenz haben wir mit der Erwartung begonnen, dass Gott Menschen von Depression, Niedergeschlagenheit und allem, was damit zusammenhängt, befreien wird. Von diesem Blick nach unten. Denn Jesus hat gesagt, hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Er ist unsere Ehre und richtet uns auf. Niedergeschlagenheit, Entmutigung, Depression und Hoffnungslosigkeit kommen vom Feind. Das ist nicht das Leben, das Gott für uns bereithält. Das ist nicht die Bestimmung, die Jesus uns durch sein Blut erkauft hat. Keine Hoffnung zu haben, das ist es, was diese Niedergeschlagenheit hervorruft. Es macht das Herz krank. Durch Hoffnungslosigkeit wird das Herz krank. Deswegen will ich euch heute sagen, wenn ihr euch von Hoffnung packen lasst, wenn ihr jeden Tag etwas Gutes erwartet, lässt sich zwar nicht vorhersagen, wann das Erhoffte geschieht, aber dann werdet ihr jeden Tag, an dem ihr wartet, glücklicher sein, als ihr wäret, wenn ihr in Angst und Sorge und Frust warten und das Leben hassen würdet. Ich erwarte Großes von Gott. Ich erwarte Großes von Gott. Wisst ihr, diese Konferenzen laugen mich ganz schön aus. Am letzten Tag bin ich meist ziemlich müde. Aber ich vertraue immer darauf, dass Gott mich in irgendeiner Weise für meine harte Arbeit belohnt. Ich bin schon gespannt darauf, was Gott diesmal für mich bereithält. Ich warte, dass Gott etwas tut. Kommt, bringt mal etwas Leben in euer Glaubensleben. Genießt es doch einfach, Gottes Sohn oder Tochter zu sein und euch von ihm umsorgen zu lassen. Legt diese steife Frömmigkeit ab und sagt, Gott, du bist mein BFFI, mein bester Freund für immer. Amen. Ich glaube, dass mir und durch mich an diesem Tag und jeden Tag etwas Gutes passieren wird. Halleluja. Amen. Lassen Sie mich noch ein letztes Mal sagen, erwarten Sie an diesem Tag und an jedem anderen Tag etwas Gutes. Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Als ich das erste Mal an diesen Ort außerhalb der Stadt kam, war er sehr verlassen, mit hohen Bäumen, Felsen. Es war ein ideales Versteck für Leute, die in illegale Aktivitäten verstrickt waren. Indien ist ein sehr armes Land. In vielen Gegenden gibt es keinen Zugang zu Trinkwasser. Viele dieser Orte sind unbewohnt. Als wir angefangen haben, hier einen Brunnen zu bohren, zogen immer mehr Leute in diese Gegend. Denn das Wasser ist eine wichtige Grundlage für die Menschen, damit sie Häuser bauen und eine Heimat finden können. Seit über 30 Jahren sind wir von Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in Indien aktiv. Bis heute haben wir hunderte Brunnen und Kirchengebäude errichtet. Hier gibt es ein paar Brunnen, ungefähr 3 oder 4. Aber sie sind jeweils einer Gesellschaftsgruppe oder Religion zugeteilt. Anderen wird nicht erlaubt, dort Wasser zu holen. Wir haben diesen Brunnen extra außerhalb des Kirchengeländes gebohrt, damit hier jeder Tag und Nacht Wasser holen kann. Wir hatten anfangs 30 bis 40 Menschen, die unseren Gottesdienst besucht haben, obwohl sie eigentlich nur Wasser holen wollten. Aber nun nehmen mehr als 500 Menschen an unserem Gottesdienst teil. Wir haben hier etwas gestartet, was die örtlichen Pastoren weiterentwickeln kann. Die Gemeinde kann unter ihnen wachsen. Sie können neue Leiter finden und ausbilden, die dann wiederum eigene Gemeinden gründen. So lernen durch dieses eine Projekt viele Menschen Jesus kennen. Ist das nicht wunderbar? Es ist mir so eine Ehre, heute mit euch hier zu sein. Im Namen von Joyce Meyer Ministries und Hand of Hope nehmen wir jetzt diesen Brunnen in Betrieb. Wir beten, dass dieser Brunnen für die Menschen in dieser Gegend eine große Hilfe sein wird und ein Zeichen dafür, wie sehr Gott sie liebt. Wenn Ihr Tag nicht so läuft wie geplant, geben Sie nicht auf. Es ist an der Zeit, dass Sie in Ihrem Leben wieder mehr Freude, Zufriedenheit und Begeisterung empfinden. Bestellen Sie jetzt 20 Tipps für einen glücklichen Tag von Joyce Meyer. Telefonisch unter 040 88 88 411 11 oder im Internet unter joyce-meyer.de/20-tipps. Ganz gleich, ob Sie Ihre Schulden loswerden möchten, an einer Beziehung arbeiten oder nochmal studieren wollen, Sie haben nur ein Leben. Was fangen Sie mit Ihrem an? Es ist an der Zeit, zielgerichtet zu leben. Mit meinem Buch Der Tag gehört dir finden Sie heraus, wie das geht. Lassen Sie Ihr Leben nicht einfach vorbeirauschen. Packen Sie es aktiv an. Bestellen Sie Der Tag gehört dir im Internet unter joyce-meyer.de/deintag. Oder rufen Sie an 040 88 88 411 11.